Da sind wir wieder und herzlich willkommen zurück bei Let's Plays Wiedemores Campusleben. Wir sollen jetzt Jenny treffen. Wir kommen ja gerade vom Test. Und ja, Jenny ist aus dem Hörsaal rausgegangen, deutlich früher als wir. Ich gehe jetzt einfach mal hier in den Pausenraum. Lol. Das war jetzt irgendwie zu einfach. Okay. Und wie war der Test? Ich habe dich ganz schön schwitzen sehen. Hast du es trotzdem geschafft? Ich habe ehrlich gesagt wirklich keine Ahnung. Wir werden sehen. Ich hatte die beste Lehrerin, die es gibt. Natürlich habe ich bestanden. Ich glaube, ich habe ihn verhauen. Lol. Ich habe ehrlich gesagt wirklich keine Ahnung. Wir werden sehen. Ach, sie ja einfach gut. Sie hat mir das alles richtig beigebracht und hat das bestimmt funktioniert. Finde ich eigentlich irgendwann hier noch heraus, ob meine Testantworten richtig waren? Weil das wird mir jetzt hier direkt nicht angezeigt. Ja, das war zwar ein bisschen in letzter Minute so kurz vor dem Test, aber ich freue mich, wenn ich dir helfen konnte. Wir werden sehen. Sicher gibt er ihn uns in der nächsten Stunde zurück. Ah, okay. Meine Frage wurde schon beantwortet. Wunderbar. Ich habe jedenfalls alles dafür getan, dass du das Glück auf deiner Seite hast. Ja, danke nochmal, Jenny. Nein, das meine ich nicht. Ich habe dafür gesorgt, dass das Glück auf deiner Seite ist. Ja, wie meinst du das? Sieh mal in deinem Mäppchen nach. Neugierig wühlte ich mein Mäppchen, ohne zu wissen, wonach ich eigentlich suchte. Schließlich fand ich einen kleinen grünen Stein. Was ist das? Das ist ein Aventurin. Man sagt auch Glückstein dazu. Davon habe ich noch nie gehört. Ich hoffe, er hat gewirkt. Ich habe ihn in dein Mäppchen versteckt, während wir gelernt haben. Also, vielen Dank. Hier hast du ihn wieder zurück. Nein, behalte ihn. Ich schenke ihn dir. Meine Mutter liebt solche Dinge und ich bekomme regelmäßig ein Säckchen voller magischer Steine von ihr. Du kannst ihn behalten. Wirklich? Danke, Jenny. Haha, ich wusste nicht, dass ich es mit einer echten Hexe zu tun habe. Ich kann es bisher nicht. Ich bin eigentlich nicht abergläubisch, aber warum nicht? Wenigstens ist das originell. Ich nehme das obere, das ist lustig. Hexe passt sehr gut zu mir. Du weißt gar nicht, wie recht du hast. Sie wirkte plötzlich ziemlich ernst. Ich kenne nur wenige Leute, die die Kraft der Steine nutzen. Vielleicht haben sie Angst vor den möglichen Folgen. Weiter. Es gibt Steine, die man auf keinen Fall während einer Hochzeit oder einer Geburt bei sich haben sollte. Du meinst, es gibt Steine, die zur Scheidung führen können? Oder zu einer Krankheit? Oder zum Tod? Was? Ist das dein Ernst? Das ist mein vollkommener Ernst. Ich betrachtete den kleinen grünen Stein in meiner Hand. Er ist jedenfalls sehr hübsch. Danke nochmal für das Geschenk. Gern geschehen. Was du noch wissen solltest, sobald der Stein zerbricht, bedeutet das, dass du all seine magischen Kräfte genutzt hast und er wirkungslos geworden ist. Ich werde daran denken. Jenny hat manchmal schon komische Gedanken. Das stimmt. Ich muss los. Einen schönen Tag, Vito. Bis dann. Ja, bis dann. Ich werde mich kurz ein bisschen in meinem Zimmer ausruhen und mir die letzten Stunden nochmal ansehen. Dieser Test stresst mich. Ich sollte mich ab sofort mehr auf meine Kurse konzentrieren und weniger auf die Abende mit Rosalie und den anderen. Das ist mein letztes Studienjahr und ich will so kurz vor dem Ende nicht alles vermasseln. Geh zum Lernen in dein Zimmer. Okay. Ich kann es kaum erwarten. Ich gehe sicher auch zur Afterparty. Die wird bestimmt auch besser als das Konzert. Jelin und ein anderes Mädchen gehen gerade in Richtung Toiletten. Und wir müssen noch ganze 2 Tage warten. Schließlich verschwanden sie darin. Ich könnte eigentlich auch mal einen kurzen Abstecher zur Toilette machen. Es bringt nichts zu versuchen, mir über ihn zu erfrieren. Ich sollte lieber weitergehen. Ich bin wirklich neugierig, ich nehme das Erste. Ich sah, wie sich der Tür hinter ihnen schloss und verlangsamte meine Schritte, um nicht zu sehr aufzufallen. Dann betrat ich ebenfalls die Toilette. Das Mädchen, das ihn begleitete, war schon in einer der Kabinen verschwunden. Julien hörte mir nicht, als ich eintrat. Sie ging in die Kabine direkt neben dem Mädchen und die beiden unterhielten sich weiter. Ich habe ihm auf Instagram geschrieben und sie spielen den neuen Song. Weiter. Er hat dir geantwortet? Ich tat so, als würde ich vor dem Spiegel mein Make-up nachschminken, um nicht von einer anderen Studentin beim Lauschen erwischt zu werden. Ja, lies mal. Ich sah, wie Jelin ihrer Freundin das Handy unter der Kabinenwand durchreichte. Ach so, sie haben auf ihrem Account geschrieben, dass sie beim Konzert exklusiv nach ihrem neuen Song spielen werden. Ich dachte, ich hätte dir direkt auf deine Nachricht geantwortet. Das Handy wechselte nun erneut die Seite. Das ist fast dasselbe. Ich habe einen Kommentar geschrieben und sie haben ihn geliked.
Ich hörte die Toilettenspülung. Schnell machte ich meinen Lippenstift zu und ging in Richtung Tür. Als ich gerade hinausgehen wollte, kam von draußen eine Gruppe von Mädchen herein. Ich musste neben der Tür warten, bis sie alle den Raum betreten hatten. Wie du? Ich sollte lieber so tun, als hätte ich nichts gehört. Bei dem Lärm hier wirkt das gar nicht so unglaubwürdig. Jelin? Was machst du hier? Das sind Toiletten, Jelin. Ich tue hier das, was alle tun. Ja, aber du bist auf dem Weg nach draußen, obwohl hier noch niemand war, als ich reingekommen bin. Verfolgst du mich etwa? Du bildest dir echt etwas ein. Ich habe mir nur die Hände gewaschen und jetzt geh ich wieder. Wieso sollte ich dich verfolgen? Keine Ahnung. Vielleicht hatte ich das Gespräch, das ich gerade mit meiner Freundin geführt habe, neugierig gemacht. Nein, ich habe wirklich Besseres zu tun. Wenn du Fragen hast, kannst du sie mir auch direkt stellen, weißt du? Es wäre mir eine Freude, sie dir zu beantworten, vor allem wenn es um Castiel geht. Wie es aussieht, bin ich wohl aufgeflogen. Was das heißt, sie ist ein richtiges Castiel-Fangirl? Krass. Ach, du meinst, weil du gerade von Castiel geredet hast? Ich sollte weiter die Unschuldige spielen. Wenn ich jetzt zugebe, dass ich sie belauscht habe, verliere ich für immer mein Gesicht. Das geht dich nichts an. Hör bitte einfach auf, dich wie ein Kleinkind aufzuführen und werd endlich erwachsen. Und das sagt sie mir? Ich glaube, ich träume. Ich war so baff, dass ich gar nicht wusste, was ich darauf antworten sollte. Sie drehte sich dem Mädchen um, das bei ihr war. Komm, wir gehen. Ich ließ sie gehen und fand mich plötzlich wie ein Idiot allein in den Toiletten wieder. Schnell merkte ich, dass all die anderen Mädchen schwiegen, während sie sich vor den Toilettenspiegeln schminkten. Ich sah mich um und schnell taten alle so, als hätten sie nichts gehört. Puh. Ich brauche jetzt frische Luft. Schnell ging ich zum Ausgang. Dabei habe ich ganz vergessen, dass ich eigentlich lernen wollte. Wie du. Du solltest dich wirklich mehr zusammenreißen. Also, auf ins Studentenwohnheim. Boah, das ist. Ich bin ja gerade zu dem Zeitpunkt, wo ich das hier aufnehme, in einer ähnlichen Situation. Ich habe in ungefähr 2 Wochen meine Abschlussprüfung und bin gerade dabei, was aufzunehmen. Ja, Pause muss auch mal sein, finde ich, beim Lernen. Wenn man wirklich den ganzen Tag nur lernt, ich weiß nicht, was ich mit meinem Kopf da machen sollte. Ja. Also ich finde, so eine Pause zwischendurch ist immer wieder mal wichtig. Aber schriftliche Abschlussprüfung bei mir sehr wichtig. Wahrscheinlich, also ich finde deutlich wichtiger als ein so ein Test, den wir eben gerade geschrieben haben. Oder den wir gestern geschrieben haben, in der Episode davor. Dementsprechend kann ich euch immer nur den Rat geben. Lernen, lernen, lernen ist sehr wichtig. Was mir aber mal so eingefallen ist. Ist es euch irgendwie schon mal aufgefallen, dass die meisten Leute, wie ich zum Beispiel auch, einen Lernzettel für die Abschlussprüfung oder für eine sehr wichtige Prüfung meistens immer am Ende vor dem, Entschuldigung, immer am Ende vor der Klausur erstellt wird? Ich habe mir gedacht so, Alter, warum ist man eigentlich so doof? Warum mache ich das nicht schon immer, sobald irgendwie Schule vorbei ist, dann setze ich mich zu Hause 5 Minuten hin und mache mir einfach nochmal kurz einen Zettel fertig. Was waren die wichtigen Sachen, die ich an dem Tag gelernt habe? So hätte ich dann alle meine Lernzettel schon fertig, wenn die Prüfung geschrieben wird. Macht das jemand von euch so? Würde mich mal so interessieren. Weil ich habe das halt nie gemacht. Ich habe immer am Ende dann die Lernzettel geschrieben und dachte mir so, Alter, Scheiße, das ist so viel Stoff, den ich da noch in mich reinprügeln muss. Warum habe ich das nicht alles schon vorher aufgeschrieben? Weil man denkt ja immer so, ja, ich muss das ja nur lernen. Aber diese Lernzettel teilweise zu schreiben, braucht auch ganz schön viel Zeit. Je nachdem, wie umfassend so die Themen sind. Also dementsprechend schreibt das mal rein in die Kommentare, wie ihr das so macht. Ich habe das halt mal wieder falsch gemacht. Die letzten 2,5 Jahre während meiner Ausbildung. Ich hätte einfach vornherein die Lernzettel schreiben sollen. Aber gut, jetzt bin ich auch fertig mit den Lernzetteln und bin fleißig am Lernen. Und zwischendurch nehme ich Zitomorus auf. Warum nicht? Also, machen wir weiter. Okay, jetzt wird's ernst. Ich holte alle meine Ordner heraus, meine losen Blätter, meine Hefte und unleserlichen Notizen. Jetzt heißt es Ordnung schaffen. Wie Mama immer so schön sagte, Ordnung ist das halbe Leben. Mama liebte Sprichwörter. Ich musste plötzlich an meine Eltern denken. Ich hätte nicht mehr mit ihnen gesprochen, seit das Päckchen angekommen war. Ich fühlte unter meiner Bettdecke und fand Savali, das kleine Plüschalpaka, das ich dort versteckt hatte, damit es keiner sehen konnte. Wir sahen uns einen Moment lang an. Ha! Plötzlich vibrierte mein Handy in der Tasche. Eine Nachricht von Mama.
Irgendwie fühlst du mir plötzlich ganz schrecklich. Ich weiß, dass du jetzt erwachsen bist und da kein Platz mehr für meine emotionalen Gefühlsausbrüche ist, aber ich freue mich trotzdem schon riesig auf den Urlaub mit dir. Küsschen, deine Mutter. So hast du mich genannt, als du 5 warst. Ich glaube, mein endgültiger Ausdruck von zu Hause ist für meine Mutter nicht ganz leicht. Ich seufzte. Dann wandte ich mich wieder meinem Schreibtisch zu. Ich lasse mich schon wieder ablenken. Jetzt heißt es Konzentration. Ich begann jedes Blatt einzeln in die Hand zu nehmen, ohne es wirklich zu lesen. Ich versuchte erst einmal nur die Zettel zu ordnen. Nach Daten, nach Themen. Mein Handy vibrierte noch einmal. Es war Alexi. Mädels, wir müssen ernsthaft reden. Es ist dringend. Treffpunkt am Park. Ich frage mich, was es wohl so Dringendes gibt. Wir haben uns doch vor ein paar Stunden erst noch gesehen. Ich betrachte den Papierstapel auf meinem Schreibtisch. Ich habe den Eindruck, statt aufzuräumen, habe ich bisher nur noch mehr Chaos angerichtet. Das mache ich morgen. Ich schrieb Alex zurück, dass ich sofort käme. Dann verließ ich das Zimmer. Ja. Das kenne ich auch irgendwoher. Ach. Also ich muss sagen, ich bin nicht wirklich der beste Lerner. Ich habe zwar in meinem Leben noch nie eine Prüfung, also eine wichtige Abschlussprüfung oder so, zum Beispiel Abitur, Führerschein, was auch immer, habe ich halt noch nie verkackt. Ich bin immer durchgekommen, ich habe immer bestanden. Aber ich sage jetzt lieber nicht, wie gut ich teilweise bestanden habe. Ja. Ich wünschte mir im Nachhinein, dass ich manchmal etwas besser gelernt hätte. Jetzt aktuell bei meiner Ausbildung bin ich wirklich kräftig am Lernen. Deswegen bin ich vielen Leuten schuldig, die mich da während meiner Lernphase immer wieder unterstützt haben. Valkyria zum Beispiel auch. Deshalb muss ich lernen. Ich muss viele Leute stolz machen. Und mich selbst natürlich auch. Und es ist natürlich auch ein wichtiger Schritt für meinen weiteren beruflichen Werdegang. Dementsprechend, solche Sachen solltet ihr immer ernst nehmen. Abitur oder Realschulabschluss, Hauptschulabschluss. Alles, was da so kommt. Ausbildung, Uni, Abschlüsse sind irgendwie immer das halbe Leben. Auch wenn man da jahrelang drauf zuarbeitet und nicht so viel macht, man muss sich wenigstens beim Abschluss anstrengen. Weil das ist halt wirklich das, was irgendwie so eure erste Eintrittskarte ist, wenn ihr euch zum Beispiel irgendwo bewerbt oder so. Wenn ich jetzt mein Beispiel nehme. Wenn ich nach meiner Ausbildung zum Beispiel einen neuen Job suchen würde, dann müsste ich halt meine Bewerbungsunterlagen zusammenstellen. Und was dann halt sehr akribisch beäugt werden würde, wäre dann halt mein Abschlusszeugnis von der Schule und das Zeugnis, was meine Firma mir ausstellen würde. Und das sind dann so die ersten beiden Kriterien, die Leute dann in der Hand haben und sagen von wegen, hey, den Typen lade ich ein, den möchte ich näher kennenlernen, oder nö, den finde ich scheiße, der hat schlechte Noten, der hat sich nicht wirklich eingeschränkt und ja, dann ist man sofort raus, wird nicht eingeladen. Und man kann dann halt noch so der netteste Mensch der Welt sein, eine super Sozialkompetenz haben, das Rad neu erfinden, aber wenn es dann heißt, ja, wir haben hier 1000 Bewerber, wir müssen als erste Kriterien die Zeugnisse nehmen, etc. Tschüss. Da könnt ihr noch so nett sein. Ihr könnt, wie gesagt, brillant sein, aber ja, die Eintrittskarte fehlt dann leider. Also dementsprechend, nehmt so einen Abschluss ernst, strengt euch an und dann funktioniert schon fast alles von allein. Das kann ich euch nur so als Rat mitgeben, weil ich das halt selbst oft auch erlebt habe, dass es nicht so gut funktioniert hat. So, wir machen jetzt aber weiter. Ich will euch hier nicht den Spaß am Let's Play verderben oder irgendwelche Schuldgefühle einreden, weil ihr euch jetzt gerade denkt, oh, lernen. Nee, ich gucke jetzt lieber erstmal wieder Moris. Ich kann das euch nur als Rat mitgeben, aber jeder ist natürlich seines eigenen Glückes Schmied. Man sollte halt immer selbst wissen, was für in einem selbst so am wichtigsten ist. So, gehen wir zurück ins Studentenwohnheim. Wir sollten in den Park gehen, dort Alexi treffen. Dann machen wir das jetzt mal. Ich kann jetzt nicht glauben, ich kann mich nicht mal an meine eigenen Vorsätze halten. Ich hätte mir geschworen, ich würde heute Nacht mit Rick lernen. Verdammt. Aber gut, Freunde sind wichtiger als gute Noten. Das ist vielleicht nicht gerade der weiseste Spruch, aber gut. Ich sah Alexi schon von Weitem. Er saß an einen Baum gelehnt. Park. Während ich mich
Alexi näherte, bemerkte ich seinen mürrischen Gesichtsausdruck. Hey, Alexi! Er machte sich nicht mal die Mühe zu antworten. Als ich genauer hinsah, bemerkte ich, dass er wütend Grasbüschel ausrupfte. Alexi, wenn du so weitermachst, gibt es im Park in einer Stunde kein Gras mehr. Er ließ das Gras fallen, das er in den Händen hielt, und schlang die Arme um seine Knie. Alexi, was ist los? Als wir uns vor knapp 3 Stunden gesehen haben, war doch noch alles in Ordnung. Was ist seitdem passiert? Nichts ist passiert. Ich war auch schon ebenso. Er schrie mich beinahe an. Du hast gesagt, wir sollen dringend herkommen, und das bin ich. Bitte erklär mir, was los ist, anstatt mich anzuschreien. Ach ja, das habe ich gar nicht gemerkt. Was ist denn los? Alexi, ich habe dich selten so gesehen. Was ist denn los? Du hast gesagt, dringend herkommen. Nee, ich finde, das ist so aggressiv. Das ist so eine Konteraggressivität. Sowas mag ich nicht. Also, was ist denn los? Ich habe eben nur so getan, als sei ich ganz entspannt. Aber innerlich koche ich. Cool, dann nehme ich einen Tee. Was? Na, kochen, Tee, verstehst du? Was anderes fällt dir nicht ein? Das ist mit Abstand der mieseste Witz, den ich seit langem gehört habe. Wenigstens schreist du mich nicht mehr an. Dann hat mein mieser Witz jetzt seinen Zweck erfüllt. Jetzt hast du sogar gelächelt. Finde ich gut. Kannst du wirklich ausnahmsweise mal ernst bleiben? Entschuldige, ich höre. Was ist los? Was los ist? Du willst wirklich wissen, was los ist? Ja, ich glaube, das habe ich jetzt schon ein paar Mal gefragt. Morgen ist los. Das ist es. Morgen ist los? Ja, genau. Weiter. Wenn ich zur Uni gehe, tue ich so, als wäre alles ganz locker und entspannt. Aber die Sache mit dem Konzert stresst mich in Wirklichkeit total. Oh, wie niedlich. Das ist doch einfach nur ein Date. Ich finde das niedlich. Niedlich? Das ist gar nicht niedlich. Seine Reaktion überraschte mich. Ich glaube, du verstehst das nicht. Seine Stimme klang plötzlich viel sanfter. Ich schlafe nicht mehr, ich esse nicht mehr und ich denke Tag und Nacht an nichts anderes. Ich gehe im Kopf die Bilder von deiner Party durch und frage mich ängstlich, wie es wohl bei dem Konzert werden wird. Ich male mir alle möglichen und unmöglichen Szenarien aus. Voll süß, er ist so richtig verschossen. Nur Alexi. Ich habe ständig Bauchschmerzen und sobald ich ihn von Weitem sehe, spüre ich einen Kloß im Hals. Ich weiß nicht, was mit mir los ist, aber diese Geschichte macht mich noch ganz verrückt. Vielleicht soll ich besser absagen. Absagen? Spitzt du? Ich habe mich noch nie so wegen eines Dates gestresst. Das fängt schlecht an. Nein, Alexi. Ich habe noch nie... Hast du dich schon mal auf den ersten Blick in jemanden verknallt? Auf den ersten Blick? Ich glaube, es fängt sehr gut an. Du solltest alles tun, nur nicht absagen. Glaub mir. Manche Leute warten ihr ganzes Leben auf so etwas und leben es nie. Du hast das große Glück, so etwas zu erleben. Also lass es nicht einfach vorbeiziehen. Plötzlich schien er nachdenklich. Warum ist Rosa eigentlich nicht hier? Du hast dich mit deinen Ratschlägen selbst getroffen. Besser hätte ich es auch nicht machen können. Deshalb hielt ich es nicht für nötig, einzugreifen. Rosa kam aus ihrem Versteck hinter einem Busch hervor. Hinter einem Baum hervor. Oh, mein kleiner Alexi, mach dir keine Sorgen. Alles wird gut gehen. Weiter. Aber ich fühle mich wie ein Idiot. Sobald ich ihn nur von Weitem auf dem Campus sehe, bin ich nicht mehr in der Lage, 2 zusammenhängende Sätze herauszubringen. Wie wird das dann erst, wenn ich mit ihm zum Konzert gehe? Weiter. Dafür gibt es nur eine Lösung. Du hast schließlich Freundinnen, die dir bei solchen Problemen helfen. Du musst das ganz locker angehen und schon mal ein bisschen trinken, bevor du ihn triffst. Eine Shoppingtour! Ich nehme das mit den Freundinnen. Schließlich werden auch Rosa und ich beim Konzert sein. Wir könnten abwechselnd auf dich aufpassen. Nein, das kommt nicht in Frage. Ich will nicht gemein klingen, aber ich bin froh, dass ihr die Party veranstaltet habt. Aber das hätte schief gehen können. Toll, wieder -5 hier beim Lavometer. Immer die falschen Antworten. Aber... Nein, ich möchte keine Tricks mehr. Wie? Ich bitte meinen Kollegen, seinen Mitbewohner mit einer fadenscheinigen Erklärung zur Party mitzubringen. Ich kann immer noch nicht glauben, dass so etwas Verrücktes funktioniert hat. Weiter. Es hat funktioniert, weil wir die Meisterin der Organisation sind. Meisterin der Organisation? Das würde ich nicht gerade behaupten. Nein, ich meine es ernst. Weiter. Ich dachte ehrlich gesagt eher an eine Shoppingtour. Das könnte dir helfen, dich wieder mehr auf dich selbst zu konzentrieren. Weiter. Das hätte ich mitdenken können. Sollen wir uns 2 Stunden vor dem Konzert treffen? Dann haben wir genug Zeit, um uns fertig zu machen. Sehr gut. So bringen wir dich vor deinem Date auf andere Gedanken, Alexi. Und außerdem verspricht ein perfektes Outfit auch
Einen perfekten Abend? Genau. Weiter. Was würde ich nur ohne euch tun? Du wirst immer noch damit beschäftigt, das gesamte Gras hier im Park auszureißen und über das nachzuholen, was verspricht, die beste Nacht deines Lebens zu werden. Ach ja, die beste Nacht deines Lebens? Du wirkst auch plötzlich ziemlich begeistert. Ja, ich glaube, das wird toll. Pi hat dir vorgeschlagen, mit ihr zum Konzert zu gehen, oder? Ja, woher weißt du das? Ich habe sie eben getroffen und sie redet von nichts anderem. Weiter. Alle reden von nichts anderem. Weiter. Jedenfalls danke ich euch, dass ihr so schnell hergekommen seid. Gern geschehen. Du kannst dich auf uns verlassen. Das war das erste und letzte Mal, dass wir so etwas getan haben. Gern geschehen, klar. Danke. Keine Sorge, Alexi. Dafür sind wir doch da. Ja, aber übertreib es nicht. Ich werde bestimmt nicht jeden Tag auf Absätzen einmal quer durch die Stadt hetzen. Weiter. Alles klar. Beim nächsten Mal versuche ich daran zu denken. Weiter. Das will ich auch hoffen. Wir mussten alle drei lachen und wir unterhielten uns noch mindestens eine Stunde über alles Mögliche. Es wird langsam kalt hier. Gehen wir? Weiter. Ja, gute Idee. Geht ihr bald in Richtung Campus? Ja, ich muss unbedingt auch weiter lernen. Ich habe eben alles stehen und liegen lassen, um Alexis zu Hilfe zu eilen. Das nennt man Prokrastination. Es sei denn, man tut es für einen guten Zweck, oder? In jedem Fall ist es lohnenswert. Stimmt. Es ist für einen guten Zweck. Ja. Komm, wir gehen. Zurück in mein Zimmer. Kaffee außen. Kaffee außen, Seitengasse. Außencampus mit Bushaltestelle. Wo wir gerade beim Lernen sprechen. Wie ist es eigentlich deinen Test eben gelaufen? So entschlossen, wie du vorhin in der Mensa gewirkt hast, hast du sicher einen super Test abgeliefert. Ich hätte sicher einen besseren Test abgeliefert, wenn du mich hättest lernen lassen, als ich noch Zeit hatte. Nicht so toll. Zum Glück war Jenny da. Hätte ich nicht in der letzten Minute noch gelernt, hätte ich sicher noch weniger Fragen beantworten können. Und ohne mich wärst du während des Tests vor Hunger und Ohnmacht gefallen. Das stimmt. Nicht alle Helden tragen einen Umhang. Weiter. Aber auch nicht alle Helden tragen High Heels und Make-up. Weiter. Ich bin eben etwas Besonderes. Ja, das kannst du laut sagen. Nein, aber im Ernst. Ich habe den Eindruck, seit ich wieder hier bin, habe ich mehr Zeit damit verbracht, über Partys zu reden und welche zu organisieren, als für die Uni zu arbeiten. Ich sollte mir allmählich mal ein bisschen mehr Gedanken um meine Zukunft machen. Ich habe meinen Eltern gesagt, dass ich eine Meisterstudentin sein werde. Dachtest du etwa wirklich, du könntest die fleißige Studentin mimen und deine Zeit mit Lernen verbringen, obwohl wir in der Nähe sind? Da muss ich wirklich lachen. Weiter. Deine Rückkehr in die Stadt musste schließlich gebührend gefeiert werden. Ja, aber wir wissen doch eh alle, dass du deine große Kunstexpertin werden wirst und deine eigene Galerie eröffnen wirst. Deine Zukunft ist doch schon vorgezeichnet, also genieß die Zeit jetzt. Ich wünschte, davon wäre ich genauso überzeugt wie du. Komm schon, wir gehen alle zum Konzert und danach lassen wir dich in Ruhe studieren. Versprochen. Ich bezweifle, dass du dein Versprechen wirst halten können, Alexi. Ehrlich gesagt, würde ich auch lieber jeden Tag in der Woche ausgehen, aber ich versuche vernünftig zu sein. Ich nehme mal B. Pass auf, was du sagst. Dein Wunsch könnte sonst noch in Erfüllung gehen. Du bist der Teufel. Wie Oskar schon sagte, ist er der einzige Weg, der Versuchung zu widerstehen. Ihn nachzugeben? Standhaft zu bleiben? Wie Oskar schon sagte, ist der einzige Weg, der Versuchung zu widerstehen. Ich sag jetzt einfach mal, ihr nachzugeben. Ich check den Spruch gerade nicht. Ganz genau. Bring ich mich nicht immer in Versuchung. Du solltest mir lieber dabei helfen, standhaft zu bleiben und zu lernen. Du flankst gerade das Unmögliche von ihm. Seht ihr? Jetzt bin ich schon wieder länger da geblieben, als ich wollte. Ich muss jetzt los. Ich bin mit Leif verabredet. Wir sehen uns, meine Mäuse. Weiter. Meine Mäuse? Weiter. Na klar, schönen Abend, Doc, und lerne nicht so viel wie du. Versprochen, Rosa, dir auch einen schönen Abend. Mittlerweile ist es dunkel und mir wird allmählich wirklich kalt. Du siehst schon ganz verfroren aus. Lass uns schnell nach Hause gehen. Also, Studentenwohnheim. Los jetzt, geh schnell nach Hause und lerne ein bisschen. Endlich mal ein ernsthafter Vorschlag.
Nutze Gelegenheit. Sie ist selten. Weiter. Einen schönen Abend. Wir sehen uns morgen. Alles klar. Bis morgen. Flurzimmer bei Nacht. Als ich gerade die Tür zu meinem Zimmer öffnen wollte, vibrierte mein Handy. Eine Nachricht von Mama. Ach, so ist es jetzt also. Du ignorierst die Nachrichten deiner alten Mutter und erzählst sie nichts mehr. Schon gut, ich habe verstanden. Du kannst deinem neuen Freund von mir ausrichten, dass er so bestimmt keinen guten Eindruck auf mich macht. Ich konnte mein Lachen nicht zurückhalten, welches nur durch den ganzen Flur hallte. Ich sollte ihr unbedingt antworten, sonst bringt sie es noch fertig, hier in der Uni aufzutauchen. Hallo Mama, entschuldige, ich war mit Lernen beschäftigt. Mir geht es gut, ich antworte auf deine Nachricht, aber du bist nicht alt und ich habe keinen Freund. Wie geht es euch? Ihr fehlt mir. Küsschen. So, das wäre erledigt. Zimmerstückrett bei Nacht. Hallo. Ich vergesse manchmal, dass es wahrscheinlich ist, beim Nachhausekommen auf Lien zu treffen. Ja, hallo. Ich sah, wie sie einen strengen Blick zu meinem Schreibtisch hinüberwarf, auf dem ein Durcheinander von losen Blättern lag, und oben auf dem Papierstapel thronte mein kleines Stoffalpaka. Ich spürte, wie mich die Röte in die Wangen stieg. Eigentlich ging ich zu meinem Schreibtisch und machte Anstalten aufzuräumen. Dabei stieß ich Sabali unauffällig auf mein Bett. Während ich meine Sachen in den Schrank räumte, fiel mein Blick auf Elins saubere Bettwäsche. Ich hatte sie gestern gewaschen. Elin, hier ist eine saubere Bettwäsche. Was? Weißt du noch, deine Bettwäsche? Ich habe sie gewaschen. Sie ist wieder sauber. Oh ja, so lange wie ich darauf gewartet hatte, hatte ich das beinahe vergessen. Wenn du es schon fast vergessen hattest, war es vielleicht doch nicht so dringend, wie du vorgegeben hast. Ja, ich hatte eigentlich Zeit, mich darum zu kümmern. Ein einfaches Ding hätte gereicht. Ich nehme B. Sag mir nicht, dass du vorher keine Zeit hattest. Du hattest immerhin genug Zeit, um eine Party in unserem Zimmer zu organisieren. Ja, völlig logisch, Alter. Kein Wunder, dass ich da minus 5 gegeben habe. Das war ziemlich doof von mir. Apropos, wenn ich mich nicht recht entsinne, hat dir die Party auch gefallen, oder? Stimmt, deine Freunde sind ganz cool. Ausnahmsweise sagt sie mal was Nettes. Ich glaube, das ist ihr nicht leicht gefallen. Komischerweise. Das war ja klar. Da du jetzt alles Nötige zu haben scheinst, nehme ich an, dass du mir meine Bettwäsche dann in Kürze zurückgeben wirst. Was das angeht, werde ich sie dir gleich morgen auf dein Bett legen. Die Farbe ist ja auch nicht gerade... Was? Ich meine, ich kann jetzt kaum erwarten, die Bettwäsche loszuwerden. Mach dir also deshalb keine Sorgen. Ich glaub's nicht. Ich biss mir auf die Lippen und machte mich wieder daran, meine Unterlagen zu ordnen. Nach einer guten halben Stunde war mein Schreibtisch wieder einigermaßen vorzeigbar. Übrigens. Ich hob den Kopf. Es überraschte mich, Elins Stimme zu hören, obwohl sie schon seit über einer halben Stunde mit Kopfhörern auf den Ohren auf dem Bett lag und keine Notiz mehr von mir zu nehmen schien. Ich hatte das Gefühl, dieses Übrigens war ihr herausgerutscht, ohne dass sie es wollte. Sie biss sich auf die Lippen und verdrehte die Augen. Ja, Elin. Das mit Alexi und morgen. Wie ist das eigentlich ausgegangen? Keine Ahnung. Ich habe keine Lust, dir etwas über Alexis Privatleben zu erzählen. Er ist mein Freund und sie geht das nichts an. Warum interessiert dich das? Ach, dir ist aufgefallen, dass da etwas lief? Ich nehme mal B. Vergiss es. Sie legt den Kopf wieder auf ihr Kissen und setzt die Kopfhörer wieder auf. Endlich öffnete ich einen der Ordner und begann, meine Notizen zu lesen. Na toll, jetzt. Ich habe sie verärgert. Das wäre meine Chance gewesen, mit ihr ein gutes Band zu knüpfen und dann verhaue ich das wieder. Toll. Toll, Vito. Sehr gut. Ich bin motiviert. Ich habe mir vorgenommen, die Notizen von allen Kursen seit Semesterbeginn durchzugehen. Ich begann also zu lesen. Nachdem ich all meine Notizen von Kunst der Antike und des Mittelalters gelesen hatte, fielen bei mir nahe die Augen zu und mein Vorhaben erschien mir plötzlich doch schwieriger als angenommen. Ich sah auf die Uhr meines Handys. 23.42 Uhr. Und ich habe eine Nachricht von Jenny. Hör auf, die Gänge auf- und abzulaufen. Ich höre bis hierher, wie du die Texte laut vor dich hinsagst. Die Prüfung ist vorbei. Jetzt heißt es abwarten und Tee trinken. Geh schlafen, das ist ein Befehl. Küsschen. Dieses Mädchen ist wirklich unheimlich. Genau das antworte ich hier auch. Und ich fügte noch hinzu, du bist wirklich verrückt. Sofort erhielt ich ihre Antwort. Ich weiß. Ich werde jetzt meinen Schlafanzug anziehen. Sie hat recht. Ich kann genauso gut auch morgen damit beginnen, meine guten Vorsätze in die Tat umzusetzen. Es bringt nichts, alles an einem Abend schaffen zu wollen. Als ich mich hinlegte, warf ich einen Blick zu Jenny hinüber. Die war schon mit den Kopfhörern auf den Ohren eingeschlafen. Ich bin auch total müde. Gut, dann mache ich mal die Schotten dicht, wie Mama zu sagen pflegte.
Ich habe heute wirklich ein bisschen Heimweh nach meinen Eltern. Im Dunkeln suchte ich nach meinem Alpaka und legte es neben mich. Ich schlief sofort ein. Ich schlief tief und fest, bis das Klingeln meines Handys mich aus dem Schlaf riss. Ich zog mich schnell an und verließ das Zimmer. Wunderbar. Perfekter Abschluss. Von der Zeit her passt das auch richtig gut. Dann sehen wir uns morgen mit dem nächsten Part, weil wir jetzt hier einen Cut machen. Und mir bleibt eigentlich nichts anderes übrig, als euch noch einen wunderschönen Tag, einen Abend oder einen guten Morgen zu wünschen. Und dann sehen wir uns morgen. Insofern bis dahin und auf Wiedersehen. Bye, bye.